Ich bin die Kira Primke, ich bin Gesangsdozentin hier in der Jazz-Rock-Pop-Weltmusikabteilung. Ich unterrichte die Schulmusiker und auch Hauptfachgesangler. Ich komme aus Berlin und ich habe auch in Berlin studiert. Ich habe eigentlich Operngesang studiert und bin dann vom Operngesang rüber geswitcht sozusagen in die Unterhaltungsbranche, also in die U-Musik. Und habe dann sehr viel Musical gemacht oder mache ich immer noch. Also ich arbeite in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne, im Theater. Und ich habe sozusagen zwei Standbeine. Also eins ist die Bühne und eins ist der Unterricht. In meinem Unterricht glaube ich, ich bin extremer Techniker. Also ich rede sehr viel über Technik. Also ich glaube, es gibt so Leute, die gucken mehr, dass sie Musik machen mit den Leuten und das fördern. Ich bin extrem streng, glaube ich, was Technik betrifft, weil ich in meinem eigenen Berufsleben gemerkt habe, dass das die halbe Miete ist einfach. Also dass du musst fundierte Technik haben und dazu kommt dann das Artistische, das Performative, das Künstlerische. Ja? Das sollen die Menschen natürlich bestenfalls schon mitbringen, die hier an der Hochschule studieren. Also eine eigene Personality oder eben eine Signature Voice oder so, wo man sagt, okay, das ist schon da und jetzt fördere ich diesen Studenten und zeige dem noch, was alles in ihm steckt, technisch gesehen, und baue seine Stimme nach oben, unten, seitwärts, quer aus, dass der am Ende, wenn er hier rausgeht, so eine riesen Schatztruhe hat, wo er sich für jeden Song das rausnehmen kann, was er braucht. Ich glaube, ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich versuchen will, den Menschen an sich zu sehen und den in seinen besten Eigenschaften nach vorne zu bringen und denen einfach zu zeigen, du bist gut schon so, wie du bist. Also dass man nicht nur, die sind natürlich selber super kritisch mit sich schon, wenn die herkommen, die wollen lernen, die sind hungrig, die sind heiß drauf. Und ihnen dann eben, sie an die Hand zu nehmen und nicht noch ihnen zu sagen, was sie nicht alles können, sondern eben gucken, was sie können und dass sie gut sind, so wie sie sind und dass es immer irgendwie richtig ist. Also es gibt kein richtig und falsch im Singen. Also klar gibt es was nicht so schön ist und vielleicht schöner ist, aber nicht so richtig, richtig und falsch, weil es gibt Leute, keine Ahnung, wie Joe Cocker, wo jeder Stimmtherapeut sagen würde, die Stimme Hilfe, die ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gesund oder so, aber der hat eine riesen Karriere gemacht. So what? Also alles ist erlaubt. Ich glaube, das würde ich gerne meinen Studenten mitgeben, dass die so viel Vertrauen in sich selber haben und Mut haben, wenn sie rausgehen. Dass sie fertig sind und mutig sind, zu sich selbst zu stehen und zu dem, was sie sein wollen. Das Besondere hier zum Beispiel, was ich sehr, sehr toll finde, ist, dass die Studenten sowohl klassischen Gesangsunterricht haben bei einer anderen Lehrerin, als auch Unterricht in Popularmusik sozusagen, dann bei mir. Das Gute ist in meinem Fall, dass ich ja Klassik vorher schon studiert habe, sodass mein Unterricht sowieso ein Cross-Training ist. Ich arbeite sowieso von beiden Seiten. Also mein klassisches Training kombiniere ich mit meiner Technik für Popularmusik. Das ist außergewöhnlich an dieser Hochschule und ich glaube, dass das extrem befruchtend ist, insbesondere im Gesangsfach. In den anderen Fächern kann ich es nicht beurteilen, aber im Gesangsfach halte ich das, ich würde behaupten, das ist auch meine Philosophie. Und deshalb finde ich das hier super gut. Außerhalb der Musik begeistert mich, ich begeister mich für Fashion, also für Klamotten. Ich nähe selber total viel Klamotten. Meine Mutter ist Schnittdirektrice, sodass ich das irgendwie als Kind mitbekommen habe. Meine Schwester ist Kostümbildnerin, also ich kaufe gerne Stoffe in Stoffläden. Dann nähe ich für mich oder für meinen Mann, nähe ich Klamotten. Ich gehe einfach gerne bummeln, einfach nur um Stoffe anzufassen. Ich koche super gern, ich esse super gern. Ich glaube, ich habe einfach ein Faible für die schönen Dinge im Leben.